Herzlich willkommen auf dem Kanal der Bienerei. Wir wollen jetzt mal reinschauen. Ich war das letzte Mal am 5.6. hier an diesem Kasten. Das sind jetzt 6 Tage her. Und wir hatten damals eine Wabe reingehängt mit frisch gestifteten Larven. 2 Tage, 3 Tage, ein bisschen älter. Auf jeden Fall können Sie sich jetzt hier definitiv noch mal eine Königin nachziehen. Und wir wollen jetzt einfach mal gemeinsam reinschauen, ob das auch geklappt hat. Viel Spaß! Also, dann wollen wir mal gemeinsam reingucken. Der Smoker ist bereits an. Und dann schauen wir mal. Schön warm auf jeden Fall. Hier habe ich schon mal ein bisschen Nahrung vorbereitet. Nochmal einen halben Liter. Und jetzt gucken wir einfach mal gemeinsam in das Volk rein. Wollen es mal ein bisschen ankündigen. So, das ging leicht. So, dann wollen wir mal schauen. Das ist ja wie gesagt so ein Ablegerkasten. Da ist nicht so ganz viel los. Wie gesagt, es ist ein super junges Volk, was gerade am Entstehen ist. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Und ich nehme euch ja mit. Das sieht nicht so schön aus. So, jetzt schauen wir mal. Hier besteht der Brutraum aus 3 Waben. Aus Rähmchen. So, da haben wir eine Weiselzelle, die ist verdeckelt. Aber nichts Spektakuläres. Jetzt kommt eher die Wabe, die ein bisschen interessanter ist. Jetzt sind wir ein bisschen vorsichtig. Die wiegt auch ein bisschen mehr. Da ist noch ein bisschen verdeckelte Brut. Und da sehen wir eine Weiselzelle, die da gebildet wurde. Hier ist aber noch offen. Ja, auch verdeckelte Brut. Da ist gerade ein Bienchen am Schlüpfen. Da sieht man es. Vielleicht sieht man das. Da ist sie gerade am Schlüpfen. Sonst ist noch ein bisschen verdeckelte Brut da. Ein bisschen Larven. Verschiedene Stadien. Vorsichtig wieder rein. Und die andere Wabe, da würde uns jetzt sicherlich nichts Spektakuläres erwarten. Pollen, ja, alles gut. Ein bisschen Nektar hier. So, jetzt sehen wir hier. So, kann man da reingucken? Jawohl. Das ist eine Weiselzelle, die ist bebrütet. Da sehe ich von hier aus eine schön dicke, fette Made. Das heißt, das hänge ich jetzt ganz vorsichtig, ohne groß wackeln, wieder zurück. Ihr seht auch, dass die Bienen sich hier wirklich fleißig drum kümmern. Wie gesagt, da ist eine Made drin, die ist vielleicht 6-7 Tage alt. Vielleicht ein bisschen mehr. Also zurück. Also auf der ersten Wabe, auf der linken Seite, sind 2 Königinzellen. Und die eine ist richtig schön. Dicke, fette Made drin, schwimmt im Gelee Royal. Das heißt, ich mache hier kurz ein bisschen Rauch rein, dass sich hier keine Biene einklemmt.
Deckel drauf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. So. Deckel drauf. Wie gesagt, habe ich denn hier noch mal einen halben Liter Zuckerwasser dabei. Was die Bienen dann noch mal animiert, eben diesen Nektar nachgeahmten Ersatz einzubringen. Die kommen jetzt hier hoch und schauen nach dem Bett. Das sieht also sehr gut aus. Jetzt gucken wir auch noch mal hier rein. Das ist das andere Volk. Da nehme ich euch auch mal mit dazu und stelle euch mal ein bisschen näher ran. Also machen wir mal den Kasten auf. Hier ist alles schön leer getrunken. Ein bisschen ankündigen. Ja, auch nicht so wirklich viel los. Auch hier ein super junges Volk. Was haben wir hier? Also auch Brutraum eingeschiedet, Futterwabe. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein. Hier seht ihr die Polsternägel, die wir hier verwenden. Jeweils immer 7 mm, sodass der B-Space gegeben ist. Jetzt gucken wir mal gemeinsam hier rein. Wir hatten das letzte Mal die Königin gesichtet. Eine weiße, sprich von diesem Jahr. Hier haben wir Pollen, Nektar, verdeckelte Brut und auf der anderen Seite ebenfalls verdeckelte Brut, bisschen Pollen, bisschen Nektar hier am Rand. Gucken wir mal die andere Wabe an. Ja, ich habe heute kein Mikro extra, das tut mir leid. Der Akku hat irgendwie versagt. Ich dachte, es wäre geladen, war es aber nicht. So, hier ist es schon ein bisschen schwerer, das heißt, hier wird viel Brut sein. Jawohl, hier ist ein schönes Brutfeld. Ja, Maden in verschiedenen Stadien, ein bisschen Pollen, kein Spielnäpfchen oder Weißelzelle. Hier auch. Brut haben wir auf jeden Fall noch Platz in alle Richtungen. Schönes Brutnest. Königin ist auch hier nicht zu sehen. Dann gehen wir davon aus, dass das auf der anderen Wabe der Fall ist. Müssen wir vorsichtig sein beim Reinhängen. Ich kann jetzt hier nicht quer gehen, sondern muss wirklich ganz behutsam hier reingleiten. Das ist der Nachteil bei so Nachziehkästen, dass ich nicht viel Platz habe, um so ein bisschen diagonal zu gehen. Ein bisschen lösen. So, auch hier vorsichtig rausziehen. So, hier ist einigermaßen viel Nektar drin. Pollen. Und auf der anderen Seite, und hier ist die Königin, ganz am Rand. Da ist sie. Und sie verschwindet aus dem Bereich der Sonne. Und auf der anderen Seite taucht sie auf. Hier ist sie. Ja, also da. Weißer Punkt. Da ist unsere Königin, schnell wieder rein, die mag das gar nicht. Das heißt, Königin haben wir gesehen. Jetzt gucken wir kurz noch die Futterwabe an, wobei wir gleich auch noch mal zufüttern, damit dieses junge Volk einfach ein bisschen unterstützt wird. Geben wir hier einfach noch mal Zuckerwasser hinzu. Hier ist noch mal eine Wabe. Ihr seht, die wird ausgebaut. Ich habe denen einfach ein bisschen was zu tun gegeben. Das war bereits, und das Helle hier, das Weiße, das ist frisch
frisch ausgebaut. Sowohl Arbeiterinnen wie jetzt hier im hellen Bereich Drohnen. Und hier das gleiche Bild. Ja, ein bisschen Pollen, aber alles im Rahmen. Sehr, also für die Größe des Volkes reicht der Nektar. Ja, jetzt brummen sie hier ein bisschen. Jetzt machen wir mal die Kiste schnell wieder zu und füttern einfach noch mal zu. So, alles gut soweit. Ob der Smoker noch an ist oder ob der schon erloschen ist. Aber ein bisschen geht noch. Ich wollte jetzt nämlich nicht die Damen einklemmen. So, ganz behutsam zumachen. Jawohl, das sieht doch mal ganz gut aus. Schieben wir das noch in Position. Das gleitet so richtig schön auf dem Fugenmittel der Bienen. Dann geben wir denen auch noch was zu trinken, zu essen. Auch hier nehmen wir noch mal einen halben Liter Honigwasser, Biozucker. Das ist jetzt ein Kilo Zucker mit 1,5 Liter Wasser gemischt. Also nicht im Verhältnis 1:1, sondern etwas flüssiger, um den Nektar nachzuahmen. Man sieht, hier kommen jetzt die ersten Bienchen schon hoch und schnappen sich das flüssige Futter. Wir haben hier reingeguckt, bei diesem Volk waren wir vor 6 Tagen das letzte Mal und wir haben gesehen, da ist eine, nicht nur ein Spielnäpfchen, sondern da ist eine Weißelzelle drin. In dieser Weißelzelle befindet sich eine Made im Stadium des 6., 7. Tages. Das liegt bereits im Gelée Royal und wird jetzt dann alsbald verdeckelt. Danach darf ich nicht mehr ran, das heißt die nächste Woche bleibe ich einfach diesem Kasten auch fern. In dem anderen Kasten haben wir gesehen, da ist die Königin aus diesem Jahr fleißig dabei zu stiften, Eier zu legen. Wir haben beide Völker eingefüttert mit einem halben Liter Zuckerwasser und schauen einfach, dass es jetzt hier in dieser Gegend die nächsten 14 Tage wird es nachts nicht unter 14, 15 Grad und tagsüber so an die 28, 30 Grad. Hier weht ein leichter Wind, das heißt Kühlung ist gegeben, die überhitzen hier nicht, die können hier auch rauskühlen. Alles gut soweit. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt uns treu, bleibt fröhlich, eure Bienerei. Ciao!